Die Frage ist hier bei einer Kurvenfahrt beim Auto nach der Zentripetal- oder Zentralkraft. Die Formel lautet Fz gleich mv Quadrat durch r, also den Radius. Den Radius haben wir gegeben. Hier müssen wir noch 72 durch 3,6 machen, damit wir schöne Meter pro Sekunden bekommen. Und die Masse in Kilogramm. So kann man es einsetzen. Die Frage, in welche Richtung? Also die Zentralkraft geht immer in die, damit das Auto eine Kurve machen kann, gibt es eine Kraft nach innen. Man könnte das aber auch als die Zentrifugalkraft ist die scheinbare Kraft nach außen, gleiche Formel, gleicher Betrag, nur anderes Vorzeichen, also vom Auto aus. Und die Frage ist jetzt noch, woher kommt diese Kraft, und entscheidend sind hier die Reifen. Ich habe hier eine Reibung. Ohne Reibung keine Kurve. Eises Glätte heißt, es geht geradeaus nach dem Trägheitssatz von Newton. Ja, Reibungskraft vielleicht noch. Fr ist μ mal Normalkraft. Ja, und die Normalkraft ist m mal g. Also die Kraft. Also wenn es flach ist, ist die Normalkraft die Gewichtskraft. Und μ ist so ein Reibungskoeffizient. Trockene Straße, Gummistraße, also die. Ja, je nachdem, was es ist. Bei nasser Straße ist dieser Reibungskoeffizient kleiner.